Ja, die zuständige Ortsfeuerwehr Harthausen wurde alarmiert mit der Unterstützung der Stützpunktfeuerwehr Wasingsfingen hier zur Einsatzstelle mit dem Einsatzstichwort Nachverkehrsunfall. Somit war bei uns schon klar, keine eingeklemmten Personen. Hier ist es zu einem Unfall mit einem Tanklastzug gekommen, der konzentrierte Milchpulverflüssigkeiten geladen hat. Und bei Eintreffen lag dieses Fahrzeug auf der Seite und ein Fahrzeug war im Graben und zwei weitere Fahrzeuge beteiligt. Das Fahrzeug liegt quer auf der Straße über die Landesstraße hinweg. Ja, hier handelt es sich um einen sogenannten Milchtransporter, der aber flüssiges Milchpulverkonzentrat geladen hat. Er hat eine Zuladungsmöglichkeit von 40 Tonnen und hat jetzt 16 Tonnen am Fahrzeug drauf gehabt. Ja, mit dem Rettungsdienst zusammen haben wir uns um die Betreuung der Person gekümmert, gleichzeitig dafür gesorgt, dass von beiden Seiten, sowohl von der Auricher als auch von der Leraner Seite, letztendlich eine Absicherung der Einsatzstelle vorgenommen werden konnte und diese Einsatzstelle weiträumig auch ausgeleuchtet werden konnte.